Wie verrückt muss man denn sein, eine Wäsche reinzukaufen wie ein paar Schuhe? Ich glaube, du bekommst das hin. Ich habe keinen Großkunden, kein Geld und keinen Kredit. Ich habe gar nichts. Cheyenne ist abgehauen. Kann ich aber irgendwie verstehen. Ja, dein Fluchtimpuls ist ja auch ziemlich ausgeprägt. Das war mal. Die Lehre ziehe ich durch. Ich finde, man muss ein eigenes Ding durchziehen, um am Ball zu bleiben. Ich habe meine Wohnung an Clara Overbeck vermietet. Und du? Ja, ich ziehe nach unten ins Erdgeschoss. Mit dir zusammen. Freust du dich? The dawn and a restless sky and a restless sky. This is my life. Wieso sagst du nichts? Zusammenziehen. Ja. Wie stellst du dir das vor? Wir frühstücken zusammen. Abends erzählst du mir, wie dein Tag gelaufen ist bei einer schönen Tasse Tee. Genau wie früher. Und das Schlafzimmer teilen wir uns, oder wie? Ach komm, Thomas, sei nicht albern. Mir genügt doch das kleine Zimmer. Hm? Ist dir das etwa nicht recht? Oh. Ich habe meinen Rasierer vergessen, da unten, in der Tasche. Oh. Ist das nicht der Kioskbesitzer? Was macht denn der hier? Lasse wohnt bei mir. Was? Im Trockner ist noch Wäsche von dir, Lasse. Das glaube ich nicht, Thomas. Vergiss es, ich kümmere mich darum. Ja, ich konnte ja nicht ahnen, dass du bei mir unten einziehen willst. Also wirklich? Jetzt mach dich nicht verrückt, Inge. Mir geht es gut. Natürlich verstehe ich das. Anne ist auf deine Hilfe angewiesen. Ja, ich halte dich auf dem Laufenden, versprochen. Mach ich. Ja. Und grüß mir Berlin, hm? Ja. Liebe Grüße von Inge. Sie hat schon Kontakt zum Nachmieter aufgenommen. Aber die Wohnungsübergabe, die ist erst morgen. Anne kann froh sein, dass Inge sich kümmert. Ja, und ich bin froh, dass sie mich nicht betütteln kann. Sie ist deine Schwester und macht sich Sorgen. Genau wie ich. Ich finde es sehr vernünftig, dass du die Nacht zur Beobachtung hier bleibst. Muss ich ja, sonst gibst du ja keine Ruhe. Naja, denk an Thomas' Frau. Da dachte man auch, alles sei in Ordnung und plötzlich war sie tot. Also nun mal den Teufel nicht an die Wand. Mir war nach dem Sekt einfach ein bisschen schwindelig, weiter nichts. Ich will doch nur sicher gehen, dass die Ärzte keine Verletzung übersehen haben. Das sagt die Richtige. Bei mir sind die Unfallfolgen ja wohl deutlich sichtbar. Haben Sie Ihre kleine Feier gut überstanden? Ja. Kein Schwindelgefühl? Nein. Keine Schmerzen? Nein, mir geht es blendend. Dann machen wir jetzt das EEG. Und morgen früh noch eine Ultraschall. Und dann kann ich nach Hause. Wenn die Untersuchungen ohne Befund sind, können Sie direkt nach der Visite gehen. Was ist mit Ihnen? Ihr Veilchen blüht ja ganz schön. Na, wundert Sie das? Ich bin Gärtnerin. Ja, ich mache keine halben Sachen. Sie sehen mitgenommen aus. Ich habe gerade meine beste Freundin verabschiedet. Mhm. Ohne Halskrause. Ich lege sie zu Hause wieder an. Wenigstens noch bis morgen Abend. Okay, Boss. Wollen wir? Ja. Bitteschön. Halt die Ohren steif, das wird schon. Ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass du Herrn Petersen so gut kennst. Ich sichte seit ein paar Wochen morgens vor der Arbeit in seinem Kiosk die Presseberichte und dabei haben wir uns angefreundet. Und jetzt wohnt ihr schon zusammen? Ja, Lasse musste aus seiner Wohnung raus. Wasserrohrbruch. Naja, und unten im Parterre ist ja Platz genug für uns beide. Ja, aber ich dachte, du bist aus deiner Wohngemeinschaft ausgezogen, weil du deine Ruhe haben wolltest.
Ja, das war auch nicht mehr auszuhalten. Ständige Übernachtungsgäste auf dem Sofa und dann hätten die beim Kochen beinahe die Bude abgebrannt. Jetzt wohnst du wieder in der Wohngemeinschaft. Ja, mit Lasse ist das was ganz anderes. Ich meine, er ist in meinem Alter, arbeitet lang und viel, das passt schon. Na, Thomas, ich bitte dich. Wenn es wegen der Miete ist, ich hätte doch mit mir reden lassen. Also Mama, ich kann mir die Miete leisten. Nein, nein, mit Lasse ist das wunderbar. Man ist nicht allein und hat trotzdem seine Ruhe. Dann habe ich Clara die Wohnung wohl zu früh versprochen. Ja. Na los, frag schon. Ich check einfach nicht, warum deine Eltern damals dich und deinen Bruder ins Heim abgeschoben haben. Nur mich. Volker war volljährig. Hast du denn Kontakt zu deinen Eltern gehabt? Nein. So, und jetzt nerv nicht. Und probier. Also ich finde die Mayo gar nicht schlecht. Frau Saravakos hatte recht mit dem Dijon-Senf, aber irgendwas fehlt da noch. Ich weiß noch nicht was. Also damit eins klar ist, bevor die Mayo nicht perfekt ist, lasse ich die hier nicht gehen, ja? Ich habe noch 3 Wochen, bevor ich nach Berlin zurückgehen muss. Um dann bis an dein Lebensende alten Leuten in den Ohren rumzupulen. Ich versteh's nicht. Verlangt ja auch keiner von dir. Digga, im Ernst, es ist einfach bescheuert. Nur weil das irgend so ein Berufswahltest ausgespuckt hat. An dem Test orientieren sich andere Leute auch, das passt schon. Und jetzt hör endlich auf zu nerven. Die Mayo muss ja perfekt werden. Oh, war das etwa Ihr letzter Tag? Ich habe schon gehört, Sie machen sich selbstständig mit einer Wäscherei. Ja, der Wäscherei Anemone. Ach, gratuliere. Da lässt doch Herr Flickenschild auch seine Wäsche reinigen. Nicht mehr. Hm? Er hat jetzt einen Vertrag mit einem Laden in Celle. Und mir fehlt der Großkunde als Sicherheit für die Bank. Ich habe auch schon versucht, neue Kunden zu akquirieren. Aber da ist leider nicht mehr als ein Vielleicht von einem Kindergarten rausgekommen. Wie, dann ist die Geschäftsübergabe noch gar nicht unter Dach und Fach? Dabei hatte der Berater mir den Kredit so gut wie zugesichert. Ja, dann müssen Sie Ihren Businessplan einfach ein bisschen modifizieren. Hm? Welchen Plan? Sie waren bei der Bank und hatten keinen Businessplan? Dafür war ein sauteures Businesskostüm. Das sah wirklich gut aus. Und dann haben Sie gedacht, der Banker gibt Ihnen einen Kredit, weil Sie wahnsinnig charmant sind? Ich habe gar nicht nachgedacht. Ansonsten hätte ich den Vertrag auch gar nicht unterschrieben. Ich muss 5.000 € Strafe zahlen, wenn ich von dem Vertrag zurücktrete. Gut, dann ist Rücktritt einfach keine Option. Das habe ich Ben auch gesagt. Wie lange geht die Option denn überhaupt noch? 1 Woche. Ja, aber das ist doch genug Zeit, einen soliden Businessplan zu erstellen. Hm? Ohne Großkunden. Den haben Sie. Das Carlas. Das genaue Auftragsvolumen maile ich Ihnen noch zu. Ist das Ihr Ernst? Ja, und jetzt gehen Sie nach Hause. Sie haben wahnsinnig viel zu tun. Wissen Sie denn, wie ein Businessplan auszusehen hat? Frau Grewe hat mir Ihre Existenzgründerunterlagen gegeben. Ja, und notfalls gibt es ja auch noch das Netz. Und wenn ich noch mal rüberschauen soll, bevor Sie zur Bank gehen, hm? Frau Saravakos, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sie haben keine Zeit zum Quatschen. Vamos! 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 Frau Falkenstein, wie war es in Schweden? Diplomatisch harmlos. Von den Jagdbedingungen her spektakulär. Elch oder Dammwild? Auf Dienstreise, ich bitte Sie. Aber ich habe eine Einladung. Der Kulturdezernent der Kommune Karlstadt hat eine Jagd im Norden. Ja, Wärmland hat einen sehr gut gepflegten Wildbestand. 8 Elchbullen hat er letzte Saison erlegt. Allerdings erwartet er eine Gegeneinladung und ich habe kein eigenes Revier. Im Gegensatz zu Ihnen. Können Sie sich nicht vorstellen, dem Dezernenten Ihre Jagd zur Verfügung zu stellen? Um der kulturellen Beziehungen willen zum Beispiel? Ich könnte mir so einiges vorstellen. Aber Sie entschuldigen mich, ich habe noch einen Termin. Die Elchjagdsaison beginnt erst Mitte Oktober. Sie haben also noch ein wenig Zeit, es sich zu überlegen. Stadträtin Falkenstein,
Sie stehen mit Ihrer Kritik an der Flüchtlingspolitik des Oberbürgermeisters allein da. Wie kommen Sie zu der Einschätzung, Herr... Lüder. Mhm. 423 Care-Pakete von Lüneburgern für Ihre syrischen Gäste sprechen für sich. Aus 423 Paketen schließen Sie, dass die restlichen 71.200 Bürger es begrüßen würden, wenn unsere syrischen Gäste das Rathaus besetzen? Na, jedenfalls eher als aus einer Handvoll krakelnder Demonstranten. Ich bin überzeugt, dass die Mehrheit der Bürger mit der aktuellen Flüchtlingspolitik nicht einverstanden ist. Aha, ja. Wo sind Sie denn, diese Bürger? Dank engagierter Idealisten wie Ihnen ist es leider nicht gesellschaftsfähig, diese Meinung zu äußern. Leider? Ach, Herr Lüder, verstehen Sie mich nicht falsch. Menschen in Not muss geholfen werden, da sind wir uns alle einig. Ja. Aber die Frage ist, in welchem Maß und auf wessen Kosten? Menschenwürde lässt sich doch nicht aufrechnen. Ach, und deshalb ist es in Ordnung, die Sorgen der Bürger einfach zu ignorieren. Ich denke, nein. Und deshalb bin ich gerne bereit, der schweigenden Mehrheit meine Stimme zu leihen. Sie schüren Vorurteile und Angst, um Stimmung gegen Jansen zu machen. Für Stimmung sorgt er selbst, indem er auf Kosten der Steuerzahler Hotelzimmer für unsere syrischen Gäste anmietet. Wir hatten ja gestern gar keine Gelegenheit, einander kennenzulernen. Johanna Jansen, die Mutter von Thomas. Mhm. Wir werden ja in Zukunft häufiger miteinander zu tun haben, nehme ich an, nicht wahr? Ja, ein paar Mal werde ich bei Ihrem Sohn wohl noch duschen müssen. Ja, das hoffe ich doch sehr. Als Kioskbesitzer muss man wohl in allen Genres auf dem Laufenden bleiben. Wozu? Ja, um die Kundschaft zu beraten oder mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ach, Sie interessieren sich also für Damenmode. Ja, wenn die Fotos gut gemacht sind. Na ja, es freut mich jedenfalls sehr, dass Sie sich mit Thomas so gut verstehen. Gute Frau, was wollen Sie von mir? Also, bitte, ich werde doch wohl den Mitbewohner meines Sohnes kennenlernen dürfen. Nicht wahr? Thomas! Ist sie verwirrt? Offensichtlich. Hast du Frau Overbeck vergessen? Die wartet zu Hause auf dich. Nein, ich wollte ein paar Stück Kuchen für Sie besorgen, um mir die Wohnungsabsage zu versüßen. Also wirklich. Ich bin also dein neuer Mitbewohner. Ja, sie hat gedroht, bei mir einzuziehen und ich wusste nicht, wie ich aus der Nummer rauskomme. Wie wäre es denn mit einem einfachen Nein? Das hätte sie tödlich beleidigt und mir unendliche Diskussionen beschert. Dazu habe ich weder Zeit noch Nerven. Weil du Angst vor deiner Mutter hast, soll ich den WG-Kumpel spielen? Ach, kommen Sie. Ist doch nur für 2 Wochen, dann reist sie sowieso wieder ins Burgenland. Dafür habe ich weder Zeit noch Nerven. Ich muss meine Steuer machen. Quartalsbilanz? Da sind Sie aber spät dran. Eben. So eine Steuererklärung für einen Kiosk ist sicher nicht ohne. Ich könnte das übernehmen. Du lässt wohl nie locker. Naja, für mich ist das keine große Sache. Ich war 20 Jahre Steuerberater. Die Säumnisgebühren beim Fiskus sind brutal. Ich erspare Ihnen den Ärger beim Finanzamt und Sie mir den Ärger mit meiner Mutter. Ich kann nicht bei dir einziehen. Ich bin nicht der Typ dafür. Das müssen Sie auch nicht. Sie müssen sich nur einmal am Tag zum Duschen blicken lassen. Und den Fragen meiner Mutter weichen Sie einfach diplomatisch aus. Also, das können Sie doch besonders gut. Das schafft sie nicht. Da kommt sie nicht hin. Wetten? Um Ihre Steuererklärung und meinen Seelenfrieden. Auch wenn Sie 3 oder 5 Einparkversuche braucht,
auch wenn sie 7 braucht. Okay. Wir sehen uns im Hosenhaus. Gesehen? Gut, ne? Die passt in jede Lücke. Gibt's da drin Stadtplan? Ja, bitte. Bitte. Aber warum hast du der Wäscherei Anne Mohle den Auftrag entzogen, wo du doch genau wusstest, dass Frau da Silva sie übernimmt? Da hatte ich den Vertrag mit der neuen Reinigung in Celle bereits unterschrieben. Aber ein Kunde wie das Drei Könige würde Ruhe und Sicherheit in ihr neues Geschäft bringen. Das sehe ich genauso und genau deshalb habe ich mich für eine große Reinigung entschieden. Die liefert nämlich pünktlich, auch wenn mal ein oder zwei Mitarbeiter krank sind. Ja, anstatt einer Ex-Mitarbeiterin bei ihrer Existenzgründung zu helfen. Ich habe ein Fünf-Sterne-Haus zu leiten. Ja, und ich ein Restaurant. Und das wird ab morgen seine Wäsche bei Frau da Silva Müller reinigen lassen. Ich habe den Vertrag für uns beide unterzeichnet. Das heißt also, ich kann jetzt neu verhandeln. Ja, dann kannst du ihn ja auch gleich stornieren, Gunther. Gib dir einen Ruck. Ich unterstütze Frau da Silva gerne, aber nicht auf Kosten der reibungslosen Abläufe hier in diesem Haus. Außerdem kannst du mit den Preisen von Blütenweiß sowieso nicht mithalten. Hast du sie jemals gefragt? Ich meine, hast du dir mal ein Angebot geben lassen? Das muss ich gar nicht. Frau da Silvas Wäscherei ist einfach zu klein. Ha! Das ist die Lühnertorstraße, dann ist hier die Buchhandlung Preetz. Kennen Sie die? Ganz anständiges Sortiment. Heißt? Ganz anständiges Sortiment. Ich arbeite ab morgen da. Mit Parkplätzen sieht's eher schlecht aus, hä? Für Sie doch nicht. Ich habe noch 2 Stunden Zeit bis zu meinem Termin mit Herrn Preetz. Irgendwelche Tipps, was ich mir in der Nähe angucken kann? Haben Sie keine Sightseeing-App? Ich habe kein Smartphone. Ich habe keine Lust, dass wildfremde App- oder Software-Typen wissen, wo ich bin, was ich mache und wofür ich mich interessiere. Das erzählen Sie lieber jeden Wildfremden höchstpersönlich. Danke. Ich gehe einfach Richtung Altstadt, da kann ich nichts falsch machen. Der Plan kostet 9,90 Euro. Bitte? Ich habe mir den Weg gemerkt. Das ist ja, das ist keine Bücherei. Hier müssen Sie bezahlen für das, was Sie lesen. Ich komme da auch nicht in Ihre Buchhandlung, blättere stundenlang in ein Bildband und stelle ihn dann ins Regal zurück. Warum nicht? Das gehört für mich zum guten Service dazu. Jetzt gucke ich mir Ihre Stadt an. Vom Wasserturm aus haben Sie einen sehr schönen Blick über Lüdeburg. Komme ich da zu Fuß hin? Weil mein Bus steht hier ganz gut. Also wenn Sie rausgehen, links, die zweite rechts und dann immer am Ufer der Ilmenau entlang. Okay. Klingt hübsch. Bitte. Wiedersehen. Sehr sympathische Frau. Finden Sie nicht? Cheyenne wird mir den Schaden an meinem Flugzeug mit Sicherheit nicht ersetzen. Ich gehe davon aus, dass die Einrichtung, die die Jugendlichen betreut, eine Haftpflichtversicherung für sie abgeschlossen hat. Oh, das ist wohl ein bisschen knapp. Mhm. Besser wär's. Oh. Hast du was von ihr gehört? Nein. Sie ist lieber abgehauen, anstatt Verantwortung für den Unfall zu übernehmen. Das ist ja wie bei Ben. Ich hoffe ja immer noch. Oh. Ich hoffe immer noch, dass sie sich stellt. Damit wir den Fall endlich mal abschließen können. Ich habe Cheyenne abgehakt. Genau wie das ganze Resozialisierungsprojekt. Bei eurer Bruchlandung ist nicht nur der Flieger, sondern auch dein Vertrauen kaputt gegangen. Tom, es war völlig naiv von mir, mich auf eine 16-Jährige zu verlassen. Aber jetzt genug Anwaltsgerede. Du bist in deinem Sabbatical. Wann sollst du denn losgehen nach Patagonien? Sobald meine Vorbereitungen abgeschlossen sind. Die Halskrause hast du aber gestern auf der Party noch nicht angehabt, oder? Nein, die ist ja auch nicht 70s. Heute Abend darf ich sie offiziell abnehmen.
Ach, übrigens, ich hab dir die Fotos von der Party ja noch gar nicht gezeigt. Gerne ein andermal, Torben. Ich wollte jetzt eigentlich noch ins Krankenhaus. Röschen war doch gestern auf der Party schon so schwindelig. Sie lässt sich gerade gründlich durchchecken. Muss ich mir Sorgen machen? Ich hoffe nicht. Die Ärzte haben gesagt, wenn sie nichts finden, darf sie sofort wieder nach Hause. Alles gut mit deinem Auge? Ach, ich weiß auch nicht, aber naja. Erika sagt ja immer, was juckt, das heilt. Bis dann. Ja, tschüss. Ja, bitte. Auf ein Wort. Ach, Stadträtin Falkenstein, sind Sie wieder heil in der Heimat gelandet? Dagegen haben Sie, wie mir scheint, jede Bodenhaftung verloren. Ja, Ihre Kritik an meinem politischen Handeln haben Sie ja medienwirksam kundgetan. Ich meine jetzt nicht Ihre Kapitulation vor den syrischen Rathausbesetzern. Ich spreche von Ihren einsamen Entscheidungen vorbei an Stadtrat und Gremien. Wir haben damals im Rat beschlossen, die hoheitliche Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung an die Roof Immo Group abzugeben. Damals sind wir auch davon ausgegangen, dass die ihre Auflage erfüllt. Wenn Sie der RIG den Auftrag entziehen wollen, brauchen Sie einen Ratsbeschluss. So sind die Regeln. Die RIG hat weder für angemessene Unterkünfte noch für die Betreuung der Asylanten durch einen Sozialarbeiter gesorgt. Und Sie entscheiden, was angemessen ist. Nein, vielen Dank. Warum brennen Sie eigentlich so plötzlich für dieses Asylantenthema? War Ihr Steckenpferd nicht immer die Stärkung des Einzelhandels? Als Parteilose interessiere ich mich für jedes Thema, das den Bürgern unter den Nägeln brennt. Ich weiß immer noch nicht, unter welchen Umständen Sie aus der Freien Wählerschaft ausgetreten sind. Insbesondere, wenn die Meinung der Bürger von Ihrem Stadtregenten ignoriert wird. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ist enorm. Das kann man nicht ignorieren. Man muss die Care-Pakete nur clever stapeln. Dann lassen sich die Gegner leicht übersehen, nicht wahr? Glauben Sie wirklich, die Mehrheit der Bevölkerung ist damit einverstanden, dass die Flüchtlinge auf ihre Kosten komfortabler wohnen, als manch Lüneburger es sich leisten kann? Sind Sie jetzt fertig? Liquiditätsplan. Ich bin nicht liquide. Was soll ich denn da planen? Hallo. Hallo. Weißt du was? Ich mache jetzt auch so einen Berufswahltest, und zwar online. Beweise, Henry, dass das absoluter Quatsch ist. Nein, mach die Seite nicht zu. Ja, ich habe den Beispiel-Businessplan noch nicht. Ist alles in der Browser-History. Ich wette mit dir, dass dieser Berufswahltest für mich eine Ausbildung als Versicherungsfuzzi oder sowas ausspuckt. Also. Was meinen die denn mit Alleinstellungsmerkmal? Besondere saubere Wäsche, extra faire Preise? Fuck. Erste Frage. Was verstehen Sie intuitiv am besten? A. Menschen und ihre Gedanken oder B. Daten und Eigenschaften von Menschen. Oh. So. Bin ich auf den ersten Blick sympathisch oder auf den zweiten? Was meinst du? Erster. So. Halten ihre Freunde sie für A. intelligent oder B. kreativ oder C. mitfühlend? Also oder? Also mitfühlend jedenfalls nicht. Ich versuche hier einen Businessplan auszuarbeiten. Jo. Dann nehme ich mal B, kreativ. Letzte Frage, eigenverantwortliches Arbeiten, das ist eh klar. Also, bin ich mal gespannt. Berufswahl.biz empfiehlt Ihnen eine Ausbildung als A, Versicherungsagent oder B, Immobilienmakler. So. Na komm, spuck's aus. Gastronom. Mist. Blutwerte, Hirnströme, Ultraschall. Alles bestens. Ach, danke. Du kommst gerade recht. Ich darf nach Hause. Ja. Sind Sie sicher, Herr Doktor? Mhm. Wir hatten im Bekanntenkreis neulich so einen Fall. Eine Freundin von uns, die wurde nach einem Unfall für gesund erklärt und ist dann an einer Hirnblutung verstorben. Untersuchungsergebnisse Ihrer Tante geben keinerlei Hinweis auf innere Verletzung. Aber ausschließen können Sie das auch nicht. Also man könnte meinen, du willst nicht, dass ich nach Hause komme. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan, weil ich mir solche Sorgen um dich gemacht habe. Um ganz sicher zu gehen, müssten wir einen CT-Scan machen.
Dann machen Sie das doch bitte. Weißt du, was solche Untersuchungen kosten? Hallo? Nach einem Flugzeugunfall lässt sich ein CT vor der Krankenversicherung durchaus rechtfertigen. Na danke. Gut. Wenn wir dann hundertprozentig sicher sind, bitte. Okay, dann schaue ich, ob das CT frei ist. Vielen Dank, Herr Doktor. Also, wenn das CT in Ordnung ist, dann lässt du mich in Ruhe, ja? Schauen wir mal. Soll ich hier auf dich warten? Nein, nein, ich schaff das schon. Wenn du nachher entlassen wirst, dann machen wir was Schönes, versprochen. Na, schauen wir mal. Kann ich etwas für Sie tun? Das haben Sie doch schon. Der Ausblick vom Wasserturm war wirklich sehenswert. Falls Sie weitere Tipps über Lüneburg... Oh, nein. Nach dem Spaziergang an der Ilmenau habe ich erst mal Hunger. Was geht denn schnell? Ich habe gleich einen Termin mit meinem neuen Arbeitgeber. Bitte schön. Danke. Ach, dann sind Sie gar nicht auf der Durchreise. Nein. Ich war vorher bei einer Buchhandlung in Aurich, aber die musste schließen. Jetzt fange ich hier bei der Buchhandlung Preetz an. Ich nehme den Heidespargel auf Feldsalat und ein kaltes Wasser. Sehr schön. Bitte. Heidespargel. Da hat der alte Preetz ja Glück, dass er eine so sympathische Mitarbeiterin bekommt. Ich habe ihn ja erst einmal getroffen, als wir den Arbeitsvertrag ausgehandelt haben. Seitdem haben wir nur per Brief kommuniziert. Er hält auch nichts von moderner Technik. Ja, der Mann ist schon etwas eigen. Aber liebenswert. Stellt mir sogar die Wohnung neben der Buchhandlung zur Verfügung. Ohne Telefon und Internet, nehme ich an. Vermutlich. Er war jetzt 2 Wochen im Wanderurlaub und hat mir geschrieben, er freut sich darauf, sein Sortiment mit neuer Kraft aufzufrischen. Mit neuer Kraft sind wohl Sie gemeint. Wir teilen die gleiche Leidenschaft für unbekannte Autoren aus Afghanistan, Afrika und Südamerika. In Aurich gab es dafür keine Leserschaft, aber hier, in der Studentenstadt, ist das zum Glück anders. Das klingt, als würden Sie sich hier bei uns wohlfühlen. Sie machen es einem aber auch leicht. Wenn ich Ihre klobigen Dinger sehe, bekomme ich Fernweh. Die Stiefel müssen bis zum Abflug nach Patagonien schließlich eingelaufen sein. Also gegen Ihr Vorhaben sehen meine 700 Kilometer Jakobsweg wie ein Kurztrip aus. Mal sehen, wie weit diese Stiefel mich tragen werden. Darf ich Ihnen etwas bringen? Ein Espresso gerne. Ja, für mich auch noch ein Espresso vor der Pressekonferenz. Sehr gern. Bevor ich die Rechtsabteilung aufscheuche, brauche ich Ihre Einschätzung. Ich möchte mir die Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge in den Pensionen zurückholen. Geht das? Wenn Sie nachweisen können, dass Sie bei den Unterkünften die Auflagen nicht erfüllt haben, hat Ihre Schadensersatzklage durchaus Aussicht auf Erfolg. Die Roof Immo Group sollte menschenwürdige Unterkünfte zur Verfügung stellen. Und das hat sie in der Akazienstraße nicht getan. Das Problem ist, dass der Begriff menschenwürdig juristisch nicht gerade eindeutig definiert ist. Die Leute wohnen mit bis zu 10 Personen in einem Raum. Die Matratzen liegen teilweise auf dem Boden. 70 Leute müssen sich 2 Toiletten teilen. Also wenn das menschenwürdig ist, dann weiß ich auch nicht. Das nimmt der populistischen Hetze der Falkenstein hoffentlich den Wind aus den Segeln. Nachdem die Freie Wählervereinigung sie rausgeworfen hat, versucht sie sich jetzt auf dem Rücken der Flüchtlinge zu profilieren. Sie hofft wahrscheinlich bei der nächsten Wahl als parteilos direkt in den Stadtrat gewählt zu werden. Ja, wird noch eine Weile dauern bis zur perfekten Passform. Ach, Frau Falkenstein, ich habe gute Nachrichten für Sie. Die Pensionszimmer der Asylanten kosten dem Bürger keinen einzigen Cent. Das wird alles die RIG zahlen müssen. Das wird Ihre Wähler sicher freuen zu hören. Wir haben ein Problem. Jansen will uns die Mehrkosten für die neuen Flüchtlingsunterbringungen aufhalsen. Hast du Hunger? Oh ja. Willst du Gedanken lesen? Das wäre aber nicht nötig gewesen. Gern geschehen. Und nach der anstrengenden Diskussion mit Carla habe ich einfach ein bisschen frische Luft gebraucht. Worüber habt ihr denn gestritten? Hotelinterner, hallo. Also nichts Wichtiges. Wichtig ist nur, dass es dir offensichtlich wieder gut geht. Mir ging's ja nie schlecht. Das ist ja das Wunder. Na ja, komm, immerhin hast du einen zweiten Flugzeugabsturz überlebt.
War kein Absturz, es war eine klassische Bruchlandung. Und überlebt habe ich das Ganze erst, wenn die Versicherung von Cheyennes Jugendeinrichtung mir mein Flugzeug ersetzt. Aber wie konnte sie nur diesen Seilrückholwagen einfach auf der Rollbahn stehen lassen? Sag mal, willst du nicht mitessen? Das reicht doch für zwei. Nein, nein, es tut mir leid, ich habe noch einen wichtigen Termin. Aber ich komme später vorbei und dann stoßen wir auf deinen Schutzengel an. Hm? Ja. Bis später. Danke fürs Essen. Wie geht es Ihnen? Ach, danke, alles bestens. Ja, danke auch, dass du hier so toll die Stellung gehalten hast. Und was mit Frau Rose? Sie lässt sich gerade im Krankenhaus durchchecken. Und wenn Sie wollen, kann ich Theo auch noch mal fragen, ob ich die Schichten absagen kann. Nein, nein, ist nicht nötig. Ich übernehme das hier. Sicher? Ja. Guten Tag. Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Das ist höllisch unbequem. Ich habe übrigens ein paar Bestellungen angenommen, hier im Auftragsbuch. Und Sie sehen, dann kann ich los. Ja. Nee. Hier. Hier, glaube ich. Das ist eine Sauklaue. Das kann man ja kaum lesen. Aber es ist meine Schönschrift. Haben Sie was im Auge? Ja, ist ein bisschen gereizt. Naja, kein Wunder, so wie die Ärzte im Krankenhaus drin rumgefummelt haben. Aber ich habe mir irgendwo Kochsalzlösung besorgt. Hier. Ja. Dankeschön. Du kannst gehen. Danke. Tschüss. Und? Kann ich Ihnen helfen? Vai acreditar onde eu tô. Na minha própria lavanderia. Sua filha se tornou autônoma. Você está orgulhosa? Me telefona, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Oh, Entschuldigung, wir haben noch eine Woche Betriebsferien. Oh ja, das habe ich draußen gelesen. Ui, 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 ui. Das ist also jetzt Ihr eigenes Reich, hm? Noch nicht ganz. Aha, woran hapert's denn noch? Ich muss der Bank noch einen überzeugenden Businessplan vorlegen. Ui, ich verstehe. Ja, zum Glück habe ich Frau Sarah Vakos. Die hat mir sogar einen Großauftrag gegeben. Ja? Na ja, ja, wenn das keinen Eindruck macht. Hm? Ja. Naja, nur gut, dass ich mich nicht mehr mit sowas rumschlagen muss. Ich muss der Bank meine Ausgaben vorlegen und meine Einnahmen. Aber weiß ich selber noch gar nicht, was ich einnehmen werde. Wichtig ist, dass schwarze Zahlen unterm Strich stehen. Wir wollen natürlich auch wissen, wie viele Kunden ich habe und, naja, wie ich neue Kunden anwerben möchte. Ist alles ganz schön kompliziert. So wie eigentlich fast alles hier in Deutschland. Machen Sie sich da mal nicht verrückt. Sie haben Chuzpe und Talente. Sie werden es schon schaffen, einen Businessplan aufzustellen. Ja. Also dieser Laden, der steht Ihnen sehr gut, wirklich. Ich kann mich noch gut an das Gefühl erinnern, als ich damals meine Schusterwerkstatt eröffnet habe. Ich war so stolz. Endlich mein eigenes Reich. Habe ich nie bereut. Und das werden Sie auch nicht. Hier für den Coffee to go und die zwei Espresso in der Lobby. Und der Rest ist für Sie und Ihre Kollegen. Dankeschön. Oh, passen Sie doch auf! Selber. Ach Mann, ich muss gleich die Broschüre vorstellen bei der Pressekonferenz. Wie sehe ich denn jetzt aus? Ganz passabel. Bis auf die Flecken. Sehr witzig. Ja, nun mach dich mal locker. Die Flecken machen die Fotos in deinem Heft auch nicht schlechter, als sie schon sind. Aha. Was soll denn das? Das ist noch auch empfindlicher Stoff hier. Ja. Wenn ich so ein Tollpatsch wäre wie du, würde ich mir nicht so einen edlen Zwirn antun. Also wer ist denn in wen reingelaufen, von wegen Tollpatsch? Deshalb trage ich ja auch Baumwolle.
Geben Sie es zu. Sie wollen nur mal ein bisschen am Oberbürgermeister rumfummeln. Ja. Ich habe die Soße überarbeitet. Wollen Sie mal probieren? Ja, gerne. Dankeschön. Die ist gut. Aber es fehlt noch irgendwas. Der letzte Kick. Den sollen Sie haben. Das glaube ich Ihnen. Dann freue ich mich auf die nächste Verkostung. Tschüss. Tschüss. Theo, hallo. Weißt du, wie ich an eine Sozialversicherungsnummer rankomme? Kriegst du von einer Krankenkasse, wozu? Ach, ja. Für deine super Ausbildung, ne? Ich habe übrigens so einen Berufswahltest gemacht, online. Weißt du, was der ausgespuckt hat? Für mich? Versicherungsmakler. Kannst du dir mich als Versicherungsmakler vorstellen? Hm? Genauso wenig, wie ich mir dich als Hörgeräteakustiker vorstellen kann. Also siehst endlich ein, Mann, diese Tests sind absoluter Bullshit. Okay, ich muss noch mal im Großmarkt einkaufen gehen. Kannst du mir vorlesen, was auf der Liste draufsteht? Da ist der Laptop. Gastronom. Sehr witzig. Das war ein reiner Zufallstreffer. Es war zwar keine leichte Geburt, dafür ist unser Baby umso schöner geworden. Das erste Werbemittel unserer Image-Kampagne ist fertig. Damit präsentiert sich Lüneburg als eine freundliche, bunte und weltoffene Stadt, in der jeder willkommen ist. Mhm. Hübsch, schön. Aber sind suggestive Bildchen wirklich das, was die Stadt in Zeiten leerer Kassen braucht? Die Bezuschussung der Werbegemeinschaften von Hotellerie und Einzelhandel werden gekürzt. Zusätzlich verbrennt der Oberbürgermeister die Kontingente der Hotels, indem er Flüchtlingen mit Steuergeldern ein Upgrade spendiert. Es freut mich, dass Sie die Bilder als suggestiv empfinden. Das ist nämlich genau die Botschaft. Ein Urteil, das der Verband der Einzelhändler übrigens teilt. Ich darf den Vorsitzenden zitieren. Freuen wir uns über die gelungene, für Einzelhandel und Gastgewerbe umsatzsteigernde Werbung für unsere Stadt. Unabhängig davon können Sie Ihre Kritik gerne bei der nächsten Ratssitzung vorbringen. Und jetzt entschuldigen Sie uns. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Herr Oberbürgermeister, welche weiteren Maßnahmen sind im Zuge der Image-Kampagne geplant? Na, langweilige Sehenswürdigkeiten? Oder Ärger mit dem neuen Chef? Ich hab den gar nicht gefunden. Ich bin die Lühnertorstraße rauf und runter gerannt. Keine Buchhandlung Preetz. Die ist in der Lühnerstraße. Nein. Und ich wundere mich, dass ich nichts wiedererkenne. Mhm. Sie hätten mir auch mal Bescheid sagen können, als ich im Stadtplan die falsche Straße gesucht habe. Ja, das hätte ich vielleicht getan, wenn Sie den Stadtplan gekauft hätten. Bei Ihrem Orientierungssinn würde sich die Investition lohnen. Ja, gut. Und was kostet es mich, wenn Sie mir jetzt ganz schnell den Weg erklären? Sie gehen davor bis zu diesen abgebeizten Rollläden. Denen folgen Sie bis zu der gelben Markise, dann gibt es an dem Eckhaus einen Jugendstileingang. Und von da aus sehen Sie schon die Buchhandlung. Geht doch einfacher. Rechts, links, geradeaus. Also bitte. So. Hier. Das sind wir. Da. Ist hier. So, jetzt versteht es wirklich jeder, denn. Ich frag mich durch. Frau Jansen. Ebinger. Meine Frau ist leider nicht da. Na
Na, schade, aber das macht ja nichts. Ich habe Ihnen eine Flasche grünen Veltliner von Ferdi mitgebracht mit den allerbesten Grüßen. Danke, da wird Inge sich freuen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke vielmals, Herr Ebinger. Was halten Sie von Herrn Petersen? Sie meinen Lasse Petersen, den Kioskbesitzer? Ja, er ist der neue Mitbewohner von Thomas. Ach was? Seit wann? Ich glaube, er ist mit ihm zusammen eingezogen. Erstaunlich. Lasse Petersen ist ein Einzelgänger. Den kann ich mir gar nicht in einer Wohngemeinschaft vorstellen. Naja, eben. Vielleicht ist es ja gar keine Wohngemeinschaft. So. Als ich gestern ankam, hat Herr Petersen mich halbnackt im Flur begrüßt. Was? Ja, und heute Morgen habe ich ihn erwischt bei der Lektüre eines Haute Couture-Magazins. So. Und eben in Carlas putzte Thomas die Krawatte. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ich hoffe nicht. Und dann kneift er ihn auch noch in den Bauch. Lasse Petersen ist schwul. Thomas hat der Kniff gefallen. Ach was. Also finden Sie heraus, ob die REG die Mehrkosten für die Umquartierung der Asylanten freiwillig übernimmt oder ob wir klagen müssen. Ihr Chef in der Rechtsabteilung weiß Bescheid. Das wird erledigt. Danke. Sie wollen die REG verklagen? Naja, wenn es sein muss. Wir wollen ja nicht unnötig Steuergelder verschwenden, nicht wahr? Stattdessen lassen Sie ein freies Wirtschaftsunternehmen bluten. Meine Entscheidung, die Asylanten zu verlegen, beruhen auf den Fehlern der REG. Sie haben die vereinbarten Umbaumaßnahmen nicht durchgeführt und die Frist kommentarlos verstreichen lassen. Ach, deshalb zerrt man Sie doch nicht gleich vor Gericht. Ja, und der Geschäftsführer ist seit einer Woche nicht zu erreichen. Aber keine Sorge, jetzt kümmert sich unsere Rechtsabteilung darum. Man kann es kaum mit ansehen, wie eifrig Sie sich Ihr politisches Grab schaufeln. Bitte? Ich komme gerade aus den Unterkünften in der Akazienstraße und ich kann Ihnen sagen, die Umbaumaßnahmen sind in vollem Gang. 3 weitere Schlafräume werden renoviert, für ausreichend sanitäre Anlagen ist gesorgt und der Geschäftsführer der REG überwacht die Arbeiten persönlich. Also pfeifen Sie lieber Ihre Anwälte zurück. Den Rechtsstaat werden Sie verlieren und damit auch Ihre Reputation. Da hilft dann auch keine hübsche Imagekampagne mehr. Trommeln Sie Ihre Arbeiter zusammen. Wir renovieren. Fangen Sie mit den Schlafräumen an und stellen Sie mobile Toiletten auf. Ja, sofort. Na? Wir haben uns zufällig vor der Tür getroffen. Perfektes Timing sozusagen. Das wird toll. Was hat das CT ergeben? Deine Tante ist kerngesund. Oh, hurra, das müssen wir feiern. Ja, gerne. Ja, wie wär's? Ich spende dir eine Runde Eis in der Mittagspause. Ja, warum nicht? Ich meine, hier, meine Merle, die weicht mir sowieso nicht mehr seit dem Unfall von der Seite. Mach du dich nur lustig. Du weißt doch, das Leben ist unberechenbar. Jede Minute ist kostbar. Wir sollten unsere gemeinsame Zeit nutzen. Ach, bei so viel Pathos, da hilft mir wirklich nur noch ein Eis. Aber die Runde geht auf mich. Ich fahr schon mal den Wagen vor. Nein, 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 nein. Autofahren ist langweilig. Lasst uns doch die Fahrräder nehmen. Du hast gerade eine anstrengende Untersuchung hinter ja, dir. Ja, die gezeigt hat, dass ich topfit bin. Ich habe aber gar kein Fahrrad hier. Kein Problem. Wir haben im Gewächshaus hinten noch ein altes Fahrrad von Lenny. Ach was? Also, was ist? Na, wir haben einen Flugzeugabsturz überlebt. Da wird uns doch eine Runde Fahrradfahren nicht umbringen. Mein Rüssel. Sarah Vakos, ich habe den Businessplan fertig. So schnell? Ja, ich würde ihn am liebsten heute noch zur Bank bringen. Könnten Sie vielleicht noch mal kurz rüber gucken? Jetzt. Nur zur Kontrolle. Das hatten Sie doch angeboten. Könnten Sie 90 Sekunden weiterrühren? Dann kommt der Safran und danach der Sauerampfer, ja? Dankeschön. Geben Sie her.
Also am Anfang, da habe ich gedacht, ich schaffe das niemals. Naja, dachte ich aber beim Fahrradfahren damals auch. Aber wenn man dann erstmal die Fremdwörter übersetzt hat, dann geht das schon alles. Naja, steht auch alles im Internet. Ihre Betriebsangaben sind nicht vollständig. Sie haben ihr eigenes Gehalt vergessen. Ach. Und die Umsatzerwartungen, die werden der Bank leider nicht reichen. Mist. Mir fehlt einfach das Drei Könige als Großkunde. Carlas hat ja nicht so viel Wäsche. Na ja, dann setzen Sie doch das Auftragsvolumen des Carlas höher. Also, ob wir 50 oder 500 Tischdecken dreckig machen, das wissen die doch nicht. Aber ist das nicht Betrug? Solange Sie Ihre Kreditraten bezahlen, das haben Sie doch vor, richtig? Richtig. Dankeschön. Ich kann wieder übernehmen. Ah, sehr gut. Termin mit Herrn Preetz. Ist er im Laden? Nein, tut mir leid. Ich habe den Laden nicht gleich gefunden, deshalb die Verspätung. Herr Preetz ist in seinem Wanderurlaub leider plötzlich verstorben und ich löse jetzt im Namen seiner Tochter den Laden auf. Aber ich arbeite morgen hier. Eben noch im Krankenhaus und jetzt schon Radrennen veranstalten? Ich vermute ja, Herr Fackenschild muss bezahlen. Abwarten! Was, ein Fliege im Auge? Oh, Frau Rose, kommen Sie, das ist unsere Chance. Ja. Wo bleibst du denn? Warten Sie mal, Herr Fackenschild. Was ist denn los? Was ist los, Merle? Mein Auge! Ich kann nichts mehr sehen! Immer nur die jungen Blätter. Die alten sind haarig und borstig wie bei uns Menschen. Einige werden leckerer, je älter sie sind. Entschuldigung, ich dachte, Sie wären die neue Aushilfe von Lasse. Das würde nicht gut gehen. Der Mann kriegt den Mund ja nicht auf. Bei mir schon. Für mehr als drei Worte am Stück? Und sagen Sie bloß, er lächelt auch noch dabei. Manchmal. Da können Sie sich was drauf einbilden. Normalerweise fühlt er sich vom Kunden her gestört. Sie kennen meinen Freund ja schon ganz gut. Dann könntest du endlich verschwinden. Ich würde gerne duschen. Dann mach doch. Ich stehe nicht auf Jungs. Auf keinen Fall! Mama!